I went to school for 5-6 years, forestry. Forest every day. And thereafter I've been working in most of my life in a paper mill, producing a product coming from the forest. So it's important that it stays in a good way, the forest in our country. The main factors of sustainable produced paper is, of course, to start to use the right fiber from a sustainable managed forestry and to clean the water that we are just borrowing from the river. Wir haben uns ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, bis 2030 komplett klimaneutral zu sein. 80% der Emissionen, die wir verursachen, entfallen aufs Papier und deswegen ist dort auch der größte Handlungsbedarf. Die Kreislauffähigkeit von Druckprodukten ist ein wesentliches Merkmal. Dafür müssen natürlich Papierfaser und Farbe getrennt werden, dazu der De-Inking-Prozess. Also es ist wichtig zu wissen, was Druckfarben beinhalten und sie weiterzuentwickeln in die Richtung, dass sie wenig Schaden anrichten können, dass halt eben nichts auf deine Haut oder auf die Haut des Kindes übertragen wird. Bei Cradle to Cradle geht es darum, dass alle Bestandteile eines Produktes am Ende seines Lebenszyklus wieder vollständig in irgendeinen Kreislauf zurückgeführt werden können und so wenig Rückstände wie möglich, im besten Falle gar keine, verbleiben. Wir als GGP haben uns für die Healthy Printing-Initiative entschieden und haben gesagt, okay, wir wollen Statement setzen und wollen gemeinschaftlich uns engagieren für eine nachhaltige Produktion. Und haben dann als nächsten Schritt die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung im letzten Jahr dann umgesetzt. Wir als IPEA verstehen uns als Vermittler und als Plattform für verschiedene Akteure, um Unternehmen und auch Menschen letztendlich zusammenzubringen, die vorher vielleicht voneinander noch gar nicht so viel wussten. Das heißt, die Healthy Printing-Initiative kann da aber ein Hebel sein, dass sich solche Akteure wirklich eins zu eins austauschen können. Wir wollen als einer der größten Verlage damit auch ein Zeichen setzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt auch andere Verlagshäuser und Druckereien einfach dazu bewegt, ebenfalls umzudenken und den Weg zu beschreiten. Und das wird auch eingefordert. Also wir haben Autoren, wir haben Leser, die achten darauf. Das ist denen wichtig. Die Kunden sollen gar nicht erst darüber nachdenken müssen, ob dieses Buch jetzt umweltbewusst ist, sondern das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Ich möchte meinen Kindern, meinen nachfolgenden Generationen eine bessere oder sichere Welt übergeben. Und da ist Cradle to Cradle ein ideales Konzept, das uns dabei hilft, diesen Weg zu gehen. All companies today have a huge responsibility to produce in a very sustainable way. Not only for the company itself, for the whole society and now also our future.